Volkstv unterwegs am Cannstatter Wasen und in einer kurzen Pause haben wir sie uns jetzt geschnappt, die Big Band Stuttgart-Gablenberg. Was sagt ihr, wie ist das Publikum am Wasen? Es ist super gut drauf, das macht sofort mit, es macht gute Laune, es ist immer toll. Was erwartet denn die Zuschauer bei einem Auftritt von euch? Ja, bei uns ist natürlich gleich ein bisschen anders, als wir spielen nicht die übliche Wasenmucke, sage ich mal, sondern wir spielen es eher so ein bisschen im Swing-Stil, das ganze Zeug. Und, aber so wie ihr es habt ja selber gehört, das kommt ja ganz gut an. Ne? Aber ihr seid ja nicht nur zu zweit in der Big Band, sondern zu wie viel seid ihr? Ja, wir sind ca. 25 Mann-Orchester und in der Big Band-Besetzung und ja, ein ganz schöner Klangkörper. Wird es doch manchmal eng auf der Bühne? Sehr eng ist, aber es passt dann immer. Wie ist es bei euch? Habt ihr noch Lampenfieber, wenn ihr auf die Bühne geht? Und was macht ihr dagegen? Da kann man gar nichts machen, das ist so. Also ich habe Lampenfieber, aber hier. Kein Problem. Also ein Tipp, den man sich zu Herzen nehmen kann. Ja, auf jeden Fall. Was gehört denn für euch zum Cannstatter Wasen dazu? Die Fruchtsäule, das Riesenrad und natürlich die Bierzelt. Das ist alles hier ein bisschen ähnlich wie auf der Wiesn. Aber hallo, viel schöner wie auf der Wiesn. Also in Stuttgart gefällt es euch besser als ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch Stuttgarter, ne? Was gehört für dich zum Wasen dazu? Für mich noch den berühmt-berüchtigten Volksfestumzug durch Cannstatt Fürth mit den alten Gewändern und den alten Ochsenkarren und so weiter. Das ist auch nur dazu, das ist richtige Tradition. Da sage ich danke fürs Interview und wir werden euch weiter anfeuern. Okay, alles klar, ja, vielen danke. Dank, euch auch noch viel Dank. Spaß. Ne? Okay. Gute Heimreise. Okay, ciao. Ciao.